Ich habe einfach auch Vorurteile und ich fasse mir damit selbst an die Nase. Ich bin auch ein Mensch, ich bin genauso ein Arschloch wie ihr alle. So, jetzt ist es raus. So, wir sind alles Arschlöcher, wir sind ein großer Haufen Arschlöcher. Hallo und herzlich willkommen aus dem Deist-Schnittbunker, heute mit einer neuen Gedankengrütze. Mein Thema heute hat so einige Probleme in meinem Kopf verursacht, denn seit der letzten Woche muss ich immer wieder darüber nachdenken, wie die Tabletop-Szene, besonders die Community, eigentlich daran arbeitet, dass die Szene nicht größer wird, ja sogar schrumpft. Wie kam ich darauf? Letzte Woche ist eine ganz krasse Sache in der Battletech-Community passiert. Und zwar hat ganz überraschend, für Außenstehende natürlich, hat ganz überraschend Ulysses den Support von Battletech, was mit Demospielen und Turnieren und so weiter angeht, komplett eingestellt. Mit einer doch äußerst drastischen Nachricht, dass sie im Endeffekt persönlich angegangen wurden und deswegen diesen Schritt gegangen sind. Ich bin selbst nicht so groß in der Battletech-Szene drin, habe aber ein bisschen recherchiert und habe auch viele Leute gefragt, die in dieser Szene halt drin sind. So richtig herausfinden konnte man im Endeffekt nicht, was da vorgefallen ist. Aber es geht auf jeden Fall um ziemlich persönliche Geschichten, dass es halt Leute von der einen Gruppe gibt, die die andere Gruppe nicht mögen und versuchen, sich gegenseitig auszustechen und im Endeffekt Game of Thrones spielen, nur um, nicht um ein Land, sondern um 10 Minis. Spaß beiseite, die Community hat sich mit sehr drastischen Worten doch fast schon selbst zerfleischt, wo man dann glauben kann, mit dieser persönlichen Beziehung, mit der man sich dort behagt hat in der Öffentlichkeit, kann man schon verstehen, weshalb Ulysses gesagt hat, okay, gut, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wie es natürlich wirklich ist, kann ich nicht sagen, ich kann nur das sagen, was ich gesehen habe. Die Battletech-Community ist aber kein Einzelfall, was das angeht. Es ist ja nun mal so, dass der Tabletop-Markt extrem fragmentiert ist. Und dementsprechend gibt es verschiedene Geschmäcker und es gibt verschiedene Spielarten und natürlich verschiedene Arten von Leuten. Und diese wenden sich dann natürlich auch den verschiedenen Spielen zu. Und ja, ich will sagen, die haben vielleicht die ein oder anderen Vorstellungen von Leuten anderer Spiele. Ich schließe mich da nicht aus. Ich mache auch immer meine Witze über die ganzen 40.000 Kiddies. Obwohl für Warhammer 40.000 natürlich das Spiel ist, was am meisten gespielt wird. Ich mache mich drüber lustig. 40.000 Kiddies, haha, die würfeln ja nur und haben Space Marines. Quatsch halt, ne? So, aber anstatt dass ich mich darüber freue, dass es Leute gibt, die mein Hobby teilen, vielleicht nicht unbedingt dieses Spiel, was ich selber spiele, aber Leute gibt, die mein Hobby teilen, mit dem man sich zumindest über die Malung oder über Beschaffenheit von Materialien oder was auch immer sich drüber unterhalten kann oder sich vielleicht gegenseitig inspiriert, was man irgendwie in die Spiele gegenseitig mit einbringen kann, fängt man an, die anderen auszugrenzen, die anderen für minderwertig zu beachten und zu sagen, nee, mit euch will ich nichts zu tun haben. Bleiben wir bei den historischen Spielen, nehmen wir zum Beispiel Saga. Saga ist ein ganz, ganz tolles Spiel, das es tatsächlich schafft, viele Leute, die gerne kompetitiv spielen, in die historische Schiene zu bringen, inklusive mir selber. So, weil viele denken, historische Spiele sind immer so ein bisschen sperrig und ja, irgendwie so langwierig und da gibt es keine Regeln zu, wo man sich richtig messen kann. Bei Saga ist das tatsächlich anders. Jetzt treffen da allerdings zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Auf der einen Seite hat man die kompetitiven Spieler, die tatsächlich viel von Games Workshop und Privateer Press spielen, rüberkommen. Auf der anderen Seite hat man die Leute vom historischen Lager. So, ich war bei Spielen mit dabei, wo diese Leute aufgrund des unterschiedlichen Spielverständnisses total aneinander geraten sind. Und lustigerweise aus dem historischen Lager meistens die Leute gesagt haben, ach nee, mit dir spiele ich gar nicht mehr. Guck mal, deine Figuren sind ja gar nicht historisch korrekt, zusammengestellt oder bemalt. Das ist jetzt keine Übertreibung, das habe ich wirklich mitbekommen und ich gehe davon aus, dass ich nicht unbedingt im asozialsten Umfeld spiele. Also ich habe tatsächlich mehrere Umfelder, in denen ich spiele und da ist mir das wirklich vorgekommen. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, warum möchte man nicht, dass andere Leute in das Hobby kommen? Also das heißt, wenn man so in ein Forum reinschaut, da ist es oft so, dass Neulinge behandelt werden, also wie Frischfleisch. Natürlich muss ja auch sein, das gehört sich so, aber teilweise werden Leute gerade von alteingesessenen Hobbyisten, vielleicht sind diese Hobbyisten auch ein bisschen zu extrem in ihrer Meinung drin und in ihrer kleinen Welt drin, dass jeder Neue eine Gefahr für sie darstellt, aber auf jeden Fall werden sie von solchen Leuten fertig gemacht und kriegen im Endeffekt die Message zu hören, für dich ist ja kein Platz, du bist zu Mainstream. Das habe ich in diversen Foren gesehen und das ist auch so ein Ansatzpunkt, wo ich frage, warum machen die Leute das? Wollen sie unter sich bleiben? Haben die keinen Bock, dass neue Leute in das Hobby kommen? Warum macht man das? Warum versucht man so elitär zu sein und schiebt sich selber in eine Ecke?
Diese Frage stelle ich mir. Vielleicht könnt ihr sie mir beantworten. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil einige Leute, weil das Hobby das einzige ist, wo sie im Leben oben stehen. Ich weiß, sehr kontrovers. Vielleicht wage ich mich auch zu weit aus dem Fenster. Aber das sind halt die Fragen, die man sich stellt. Um wieder zum Punkt zu kommen, ob die Szene sich im Endeffekt abschafft, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ob die Szene es für sich von innen kaputt macht, ist nicht nur die Sache, dass sich Leute mit verschiedenen Spielen gegenseitig ausgrenzen, das ist auch die Sache, wie Leute im Endeffekt mit Angeboten umgehen. Wie gesagt, in der Battletech-Community war es wohl anscheinend so, wenn es jetzt nicht ganz so richtig ist, tut es mir leid, war es wohl anscheinend so, dass es zwei oder drei verschiedene Gruppierungen gab, die gerne irgendwie offizielle Turniere oder Veranstaltungen oder Demo-Teams geben wollten, aber sich gegenseitig halt Konkurrenz gemacht haben. Warum auch immer. Das ist allerdings nicht nur dort so. Das habe ich mittlerweile auch damals mit Magabotato haben wir das mitbekommen. Da wurde auch, wir waren ein neues Format. Wir waren das einzige Videoformat in dieser Qualität, was es damals gab. Und da gab es Leute, die zwar auch in der Tabletop-Szene unterwegs waren, aber so gar nichts mit uns zu tun hatten, die uns das, ich weiß nicht, ob sie es uns geneidet haben, aber auf jeden Fall, die uns als Bedrohung angesehen haben und versucht haben, systematisch fertig zu machen. Das ist jetzt kein Rumgeweine, oh, früher war alles so schlimm und es ist wie arm. Ist es überhaupt nicht. Es ist nur, was mir auffällt. Da gab es zum Beispiel auch den ein oder anderen Hersteller, der dann komplett über andere Hersteller hergezogen ist. Weiß ich nicht, ob er eigene Fehler gemacht hat, weil es bei ihm nicht so gut läuft. Klar, wenn es um Business geht, dann ist man vielleicht auch vorsichtiger und macht nicht überall, gibt nicht überall Shake Hands und freut sich darüber, dass es andere Mitbewerber gibt. Aber es ist kein Grund, denjenigen fertig zu machen. Und gerade in der Tabletop-Szene ist mir aufgefallen, dass wenn es persönliche oder berufliche Differenzen gibt, dass viele Leute echt auf ein extrem niedriges Niveau abrutschen und versuchen, einen gegenseitig fertig zu machen. Wie gesagt, wenn Leute Turniere veranstalten wollen, anstatt dass die Turniere angenommen werden, weil sie vielleicht kostenlos sind oder so, oder dass man sagt, nee, keine Lust darauf, weil es mir nicht zusagt, werden die Leute echt fertig gemacht in Foren. Ein gutes Beispiel ist hier in Hamburg zum Beispiel die War Machine Community. Ich sag's nicht alles schlecht, ich bin auch nicht groß in der War Machine Community drin, weil ich das Spiel auch nicht spiele. Ich kenne aber welche, die mir halt immer wieder davon Sachen erzählen. Zum Beispiel, dass immer wieder Turniere veranstaltet werden, dass sich Leute wirklich Mühe geben. Und viele Leute sagen zu, da wird halt, es ist ja immer eine gewisse Investition, die man tätigt, ob es mit Zeit ist oder Geld. Naja, und die Leute sagen zu und dann kommt vielleicht ein Drittel der Community. Ich finde, das ist so eine Sache, das nimmt den Leuten Motivation, sowas zu veranstalten. Und dadurch sinkt das Angebot. Und anstatt dass dann die Leute irgendwie versuchen, ein Gegenangebot zu machen oder versuchen, das irgendwie zu verbessern, wird einfach drauf rumgeschlagen, weil er hat es ja sowieso scheiße gemacht, er hat sowieso Kacke gemacht. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr auf die War Machine Community bezogen, Horde übrigens auch nicht, sondern wieder im Allgemeinen. So, das heißt, derjenige, der sich nach außen wagt in der Tabletop Community, wird systematisch fertig gemacht. Woran liegt das? Warum möchte niemand in der Tabletop Community, dass diese Community steigt? Warum möchte man nicht mit Leuten, die ein anderes Spiel spielen, sich gegenseitig irgendwie befruchten? Nein, also ihr wisst, was ich meine. Sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig inspirieren und vielleicht irgendwelche Ideen machen, vielleicht mal auch in das andere Spiel reingucken, selbst wenn es nicht das eigene ist. Man weiß ja nie, was kommen kann. Stattdessen wird gegenseitig versucht, sich auszuboten, mehr Leute für sich zu gewinnen, mehr hinter den Kulissen. Also es ist einfach eine große Seifenoper, die sich sowohl auf Szene-Ebene als aber auch auf Community-Ebene teilweise da abspielt. Auch Clubs untereinander, die sich einfach nicht ausstehen können, wo ich mich frage, so, oh bitte. Ich meine, was ich geil finde, ist zum Beispiel, wenn dann Clubs gegenseitig Turniere veranstalten. Der eine Club gegen den anderen gibt es ja auch. Und das ist halt natürlich so eine Art Beef, wo sie sich dann halt gegenseitig umnocken im Spiel halt. Das finde ich wieder gut, weil dann wird das alles auf dem Spieltisch gemacht und dann wird das Spiel und das Hobby genutzt für all das. Aber alles, was dann wieder außenrum passiert, ist so fragwürdig. Na klar, immer wenn verschiedene Menschen auf einem Haufen sind und in einem gewissen Interessensgebiet sind, kommt es auch zu menschlichen Ungereimtheiten. Das ist ganz normal. Nur frage ich mich, oder anders gesagt, die Tabletop-Szene ist jetzt nicht so die große und lukrative Szene, dass wir alle davon voll reich werden und ganz ehrlich, so ein paar Plastikminis umsonst zu bekommen oder Metallminis, davon kann eh keiner leben. Das heißt, es kann doch nicht einfach darum gehen, dass wir uns gegenseitig Feinde machen und uns gegenseitig beneiden, nur um ein paar Goodies abzustauben? Also mal ganz ehrlich, davon können wir nicht leben. Oder isst jemand von euch 10 Minis? Ich weiß nicht. Resin? Plastik? Komm mal klar.
Vielleicht geht es aber auch einfach um den Fame, den die Leute da irgendwie abgrasen. Ich meine, so groß ist die Community auch nicht, vor allem nicht in Deutschland, dass man da richtig groß berühmt wird. Also ich habe noch nie jemand gesehen, dass jemand aus der Tabletop-Szene, egal ob Hersteller, egal ob Redakteur, egal ob Filmer, irgendwie sich davon ein Haus kaufen konnte, eine Yacht oder irgendwie im Fernsehen mal zu sehen war, aufgrund der Sachen, die er beim Tabletop gemacht hat. Also das heißt, wenn es um Fame geht, muss es ja wirklich um einen ganz kleinen Kreis gehen. Also das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Und dann gibt es natürlich diese Leute, diese sogenannten Trolle, die ich vorhin schon ansprach in Foren, die keine neuen Leute zulassen wollten, die gibt es natürlich dann wieder auch im Real Life. Also man kommt in einen Laden rein und da ist jemand und der ist sich nur am Beschweren. Er findet alles scheiße, findet alles kacke. Da kommt ein Neuer, der interessiert sich und der geht sofort zu ihm und sagt, ist alles kacke. Warum? Warum macht man das? Also mal ganz ehrlich, warum macht man das? Willst du nicht, dass jemand dein Hobby teilt? Willst du nicht, dass du mehr Mitspieler bekommst? Warum macht man das? Fühlst du dich geil, weil du das ganze große Ganze durchblickt hast und sagen ganz, haha, als ich damals noch nicht grau und bucklig war, war ich schon dabei. Ich, weißt du, und ich habe damals das Tabletop-Hobby aus den Trümmern geholt und was heute ist ja voll Kommerz. Kommerz. Also jetzt mal ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob ich in diesem Video jetzt zu einem Fazit komme. Es ist einfach nur ein Gefühl, was mich unglaublich aufregt, was mich schon seit Jahren aufregt, dass Communities oder Leute in der Community sich gegenseitig einfach nur anpissen und ankacken. Das ist natürlich nicht immer und überall so. Aber je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, je mehr man auf Turnieren unterwegs ist, je mehr man auf Messen ist, je mehr man mit Leuten redet, je mehr man sich mit Clubs auseinandersetzt und besonders in Foren, dann kriegt man schon mit, was für Art von Menschen in unserem Hobby unterwegs sind. Und natürlich, solche Art von Menschen hast du in jeder Community. Du hast sie in der Videospiel-Community, du hast sie von mir aus auch in der Schach-Community, du hast sie von mir aus auch in der Fußball-Community. Aber diese Communities sind weitaus größer und verkraften das. Bei uns sind wir damit angewiesen, dass wir in der Gruppe, dass wir von Mensch zu Mensch arbeiten und auch spielen. Ich meine, was bringt uns das Hobby, wenn wir niemanden zum Spielen haben? Klar, wir können malen, basteln, lesen, aber wir wollen ja auch spielen mit der ganzen Geschichte. Also, mir geht's zumindest so. Daher die Frage, warum machen wir das? Nein, kein Warum. Hört auf damit. Ganz ehrlich, ich nehme mich selbst komplett nicht aus. Ich bin auch einer von denjenigen, der mittlerweile extreme Vorurteile gegen historische Spieler hat oder gegen 40k. Kiddies wollte ich jetzt schon wieder sagen, gegen 40k-Spieler. Ich habe einfach auch Vorurteile und ich fasse mir damit selbst an die Nase. Ich bin auch ein Mensch, ich bin genauso ein Arschloch wie ihr alle. So, jetzt ist es raus. So, wir sind alles Arschlöcher, wir sind ein großer Haufen Arschlöcher. Und deswegen freue ich mich schon, wenn wir demnächst uns alle auf der Taktika treffen und uns gegenseitig Arsch anlöchern. Nein, das Schöne ist tatsächlich, wenn solche Momente wie die Taktika, die machen wieder Lust auf das Hobby, die machen Lust auf Clubs, die machen Lust auf Events, weil da Leute mit unterschiedlicher Couleur, unterschiedlichen Spielen, zusammenkommen, auch vor allem unterschiedliche Altersgruppen, zusammenkommen und das Hobby frönen. Und selten kriegt man da von Leuten zu hören, dass irgendwas scheiße ist. Alle finden das toll und das ist toll. Und das ist deswegen ein großer Moment jedes Mal, wenn so eine Messe ist, wo ich sage, okay, das Hobby ist doch total geil und die Menschen wollen doch immer nur das eine. Nur ab dem Moment, wo sie in ihrem kleinen stillen Kämmerchen sind und irgendwie grübeln oder irgendwas selbst in die Hand nehmen, geht's halt zwar nicht immer, aber wirklich häufiger schief. Und da müssen wir alle, denke ich mal, dran arbeiten und uns lieber auf die schönen Sachen konzentrieren. Das heißt, das Treffen mit Freunden, das Malen, das Basteln, das Spielen und gerne mal Input von außen zulassen. Ach Leute, was soll ich sagen? Jetzt habe ich natürlich in dieser ganzen Wutrede alles rausgelassen, was ich gefühlt habe. Und natürlich ist nicht alles so schlimm, wie ich es darstelle. Auf gar keinen Fall. Es gibt ganz viele tolle Communities, es gibt ganz viele tolle Events, ganz viele tolle Spieler, ganz viele tolle Hersteller, ganz besonders ganz viele tolle Hersteller und Spiele und alles drum und dran, das dieses Hobby zu dem Besonderen macht. Weshalb wir es natürlich auch ausüben. Dafür machen wir das ja auch. Es ist einfach immer nur dieser kleine Ticken, der öfter mal hinter den ganzen Kulissen stattfindet von Leuten, die vielleicht einen kleinen Ticken zu ehrgeizig sind und sich vielleicht ein bisschen profilieren wollen, wodurch einfach vieles nicht mehr funktioniert oder wodurch vieles Risse bekommt. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade und im Endeffekt möchte ich einfach nur, dass unsere ganze Community wächst und steigt, dass wirklich mehr Leute in dieses Hobby reinkommen und dass es auch eine gesellschaftlich stärkere Akzeptanz bekommt. Und deswegen war dieses ganze Video und vielleicht sollten wir einfach mal uns überlegen, wie wir das Hobby stärken können, wie wir es nach außen bringen können und uns nicht selbst noch weiter in die Nische bringen. Vielleicht wollen wir das ja auch oder vielleicht wollen einige Leute das auch, dass wir sagen, okay, wir wollen unter uns sein. Ich
persönlich möchte es nicht. Und um zu zeigen, wie witzig und wie schön das tatsächlich alles sein kann und was für nette Geschichten das alles haben kann, habe ich aus der Tabletop, aus dem Tabletop Network, aus der Gruppe bei Facebook, habe ich ein kleines lustiges Foto gefunden von Sascha Richter und von seiner Frau, was sie gepostet hatte. Und das möchte ich euch im Endeffekt gar nicht vorenthalten. Und wünsche euch damit viel Spaß beim Angucken, vielleicht auch ein bisschen beim Lachen. Und es würde mich freuen, wenn ihr auf die letzten Videos, die hier gleich danach noch kommen, vielleicht klickt. Und falls ihr eins verpasst habt, könnt ihr das anschauen. Und natürlich nicht vergessen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mich abonnieren. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Richtig, ich gehe jetzt in die Sonne. Tschüss!